Guten Morgen, meine Lieben, und willkommen aus dem Fischerdorf. Heute ist Tag 2. Ich habe in 9 Minuten meine nächste Fahrstunde. Ich muss mir noch ein bisschen fertig machen. Deswegen kommt gerne mit und jetzt geht's los. Du hast ja alles eingestellt? Ja. Die Spiegel auch? Ja, also ich bin zufrieden. Na dann, mach das Auto an, gehe auf D. Kann ich schon loscruisen? Wenn frei ist, kannst du was machen. Mit Gefühl alles, ja? Mit Blink her. Vorsicht, Vorsicht bitte. Nicht die Fahrschule. Guck mal, da fährst du in den Schwarzen rein. Doch, doch. Okay. Ich dachte mir lieber in den Schwarzen als in das Fahrschulauto. Und durchgefallen. Bei rechts vor links. Ich glaube, ich muss mit dem Sitz noch ein bisschen runtergehen. Weil ach, das lag da ich dran. Ich habe den im Spiegel nicht so geschafft. Du wusstest gar nicht, dass rechts von links ist. Sonst wärst du schon vorher aufmerksam geworden. Ich kann ihn wirklich nicht gescheit sehen. Ist ja in Ordnung. Mhm. Aber du musst schon vorher wissen, dass hier überhaupt rechts von links ist. So, jetzt ist es besser. Okay. Ja. Wir müssen keine Vorfahrtsstraße. Als ich da das erste rechts vor links direkt missachtet habe, dachte ich mir, um Gottes Willen, was soll das hier heute werden? Und habe einfach nur gehofft, dass es jetzt wieder besser wird. Die nächste nach rechts. Spiegel im Blinker rechts. Guck in die Straße rein, dann siehst du gleich die 230. Genau, Schulterblick hat sie schon gemacht. Fußgänger, Radfahrer, wir fahren weiter. Und wir biegen rechts ab, bitte. Fußgänger beachten. Wen? Und dann wieder nach rechts. Und es stehen Verkehrszeichen. Einbahnstraße. Das heißt, da kann niemand rauskommen. Gibt es eigentlich auch eine Zweibahnstraße? Bestimmt. Das wäre dann eine Einbahnstraße mit zwei Spuren, oder? Wahrscheinlich. Ich hoffe, da steigt jetzt niemand aus. Ich fahre jetzt gleich los. Keine Ahnung. Aber ich darf weiter. Halt an. Okay. Ist vielleicht leichter. Weil die steht auch etwas Richtung Fahrbahn. Bevor du dann die Hecke reinlenkst. Die hat gar kein Fahrschulschild auf dem Dach. Haben wir das drauf? Nee, oder? Haben wir? Wir haben sehr groß und fett draufstehen. Das reicht dir. Schilders? Gibt es das Wort überhaupt auf? Schilders? Bestimmt. Da könnten wir ja eigentlich mal die Zuschauer fragen. Ja. Gibt es das Wort Gibt Schilders? Gibt das Wort Schilders? Schilders. Nach links bitte. Denk dran, Einbahnstraße. Vorfahrtsregelung rechts vor links. Also brauchst du nur rechts gucken, ne? Ja, aber ich muss schauen, dass ich nicht zu weit auf die... Okay, sieht gut aus. Mit Schulterblick. Achte auf Verkehrszeichen. Muss ich da wieder rechts? Ja. Weil dort lang dürfen wir ja nicht, ne? Zum Glück bin ich nicht in diese Einbahnstraße reingefahren. Das wäre peinlich geworden. Und immer wieder Verkehrszeichen, fahr gleich dran vorbei. Okay. Also hier dann nochmal nach links zu blinken, das ist dann... Nächste Stunde ist geschafft, Leute. Ich bin sehr happy. Marc ist auch happy. Das ist natürlich die Hauptsache. Und ja, ich gehe jetzt wahrscheinlich erstmal was zu essen holen. Ich habe so in 1,5 Stunden haben wir wieder die nächste Theoriestunde, also die nächsten 3 Stunden Theorie. Und davor muss ich echt noch was essen. Leute, ich habe mir einen Döner geholt. Es ist sehr cool, weil da hinten, man sieht es vielleicht, ist direkt so eine Mall, wo ganz viele Einkaufsläden sind und Essen und so weiter. Super praktisch und ich muss mich echt beeilen. Ich habe nur noch 20 Minuten, um den zu essen. Und dann geht es schon weiter. Oh. Also es ist schon ein bisschen stressig, aber nicht so stressig, wie ich gedacht hätte. Weil morgens sind halt die ganzen Fahrstunden. Und Theorie ist auch immer so morgens, mittags oder nachmittags jetzt. Und abends ist dann halt super entspannt. Da kannst du ein bisschen Fragen machen in der App. Ansonsten hast du da nicht mehr so viel zu tun oder Simulator. Aber die restliche Zeit muss man sich echt dran halten. So, ich habe jetzt kurz was gegessen. Und die Sachen natürlich fleißig wieder gespült.
Und ganz gleich geht's auch wieder los. Mal schauen, ist der Marco schon da? Oh, ich weiß nicht, ob er schon da ist. Aber ich gehe auf jeden Fall gleich wieder runter. Und dann geht's schon direkt weiter mit der nächsten Fahrstunde. Nach rechts bitte. Okay. Spieglein Blinker, du brauchst Fusis und die von rechts. Er interessiert nicht, der von links interessiert nicht. Setz deinen Blinker, mach deinen Schulterblick, fahr rum. Und dann hält sie auf Höhe von dem schwarzen Mercedes an und parken längs rückwärts ein. Soll ich die noch vorbei lassen? Lassen vorbei. Halt, muss aber anhalten, ne? Da weiß ja nicht, was du willst. Und nicht gegen Bordstein an! Bleibst du stehen? Bleib doch stehen, lass ihn doch vorbei. Wie der mich angeschaut, wenn ja, der jetzt da... Okay. So ist er halt. Ich dachte, der fährt jetzt längs an. So, jetzt stell dich neben den schwarzen Leipziger. Kannst du das noch von gestern? Natürlich. Ist aber selbstbewusst. Blinker rechts. Zu weit gefahren. Echt? Ja, echt. Ach, der Spiegel muss auf der Höhe von der Säule sein, oder? Ja. Oh, ich dachte, mein Kopf. Okay, dann mache ich ganz langsam nach. Ja, Spiegel B-Säule, hinterste Tür, so in der Drehe. Ja, okay. Also fahr lieber noch ein Stückchen zurück, weil der Kinder steht. Okay. Da hast du mehr Platz zum Korrigieren. So? Ja, okay. Passt schon, oder? Passt. Lenke ein. Warte mal ganz kurz. Mir stört was. Das stört dich jetzt? Hm, ja. Das ist bestimmt von meinem Hund noch. Von deinem Hund? Von meinem Hund, ja. Was hast du denn von Wow Wow? Ein Golden Retriever. Oh, weiß der? Nee, überhaupt nicht. Nur beim Spielen, dann weißt du immer. Guck dich um. Und die Straße ist gebogen und deshalb die Ecke. Nein. Ein bisschen weiter. Ja, ja. Rüber als normal. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Gut. So. Guck mal, merkst du das so? Hm? Merkst du das so? Ja. So Winkel von 45 Grad, wenn man die Kamera nicht hat. Oder man kauft sich ein Auto mit Kamera, ne? Muss da nicht irgendeine Frucke kaufen, du hast da nur ein Leben. Muss man ja nicht irgendwelchen Schnulli kaufen. Bin ich so da nicht nah am Bordstein? Nein, jetzt lenkst du wieder ein bisschen zurück, dass das Gelbe am Bordstein bleibt. Ich meine, hier ist. Passt nee, 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 das passt. Okay. Eigentlich müsstest du das ja auch im Spiegel sehen, ne? Den kann man sich ja nach unten stellen. Aber wenn du das Gelbe immer Richtung Bordstein bringst, guck mal, toll macht's es. Eine gute, die Alicia. Guck dir das an. Ist, weiter? Stopp, ist das Wahnsinn? Sagst du jetzt machst du die Kamera? Nein! Doch, natürlich. Jetzt musst du doch noch gerade machen und vorfahren. Ja. Haben wir die Kamera hier drüben? Nee, ich glaube nicht. Hammer. So Leute, zweite Fahrstunde ist jetzt auch in trockenen Tüchern. Ganz ehrlich, ich war so nervös. Ich habe mir viel mehr Druck gemacht, weil ich dachte, das, was ich in der ersten Fahrstunde konnte, das wird auch in der zweiten erwartet, dass ich kann, weil so, du hast ja schon was gelernt. Und beim ersten Mal hat man gar keinen Druck, weil da ist es normal, dass du schlecht fährst. Aber beim zweiten Mal solltest du schon ein bisschen besser fahren. Und dann habe ich auch direkt die Vorfahrt bis auch dort bin so schnell gefahren, so das alles, was geht quasi. Aber dann, als ich wieder aufgehört habe, mir so viel Druck zu machen und mir klar zu machen, dass es immer noch erst zweite Stunde, der zweite Tag war, da lief es dann wieder besser. Wir sind entspannt rumgefahren. Genau, ich mache mir jetzt schnell was zu essen, wahrscheinlich irgendwie so ein Müsli oder so. Und dann habe ich gleich in der Stunde auch schon wieder die nächste Stunde. So, wie ist Gibnis jetzt mit dem Verzichten? Also, es ist erstmal eindeutig, Udin kann nicht, hat einen von rechts.
Alina kann nicht, hat einen von rechts. Kann ich eine kurze Frage? Wer keinen von rechts hat, ist Lena. Lena hat aber das Problem, gerade und rechts wäre sie tatsächlich die Erste. Da sie aber links soll, hat sie mit ihrem Problem. Und wie geht das jetzt? Ihr habt ja angekreuzt, verzichten. Hm. Und das war ja von dir aus, verzichten. Also du musst verzichten. Mhm, ja. Und wie machst du das? Fenster runter und Handzeichen geben. Alle Fenster und deinem sind oben. So, und jetzt gibst du demjenigen Handzeichen, den du wirklich rauslassen willst. Ja, würde ich jetzt auch ihm geben. Hm? Würde ich jetzt ihm geben. Dann mach das mal. Nee, andersrum. Ja, so. So. Was passiert jetzt? Das darf ich fallen, ne? Und dann fall ich. Verstanden? Die Grünen bleiben auf Grün? Wehe, wenn nicht. Und was ich erwarte, ist die 14 und die 16, dass die ins Grüne reinrutschen. Mit der 34 und 31, wenn ihr 20 heute nur macht, bin ich zufrieden. Wir haben ja noch ein paar Tage Zeit. Ihr könnt natürlich auch Nullen machen, ne? Das ist jetzt, will ich euch jetzt nicht ab. So, seid ihr soweit? Los geht's! Zweiter Tag, zweite Simulation, geschafft. Ich habe 10 Fehlerpunkte. Aber ist okay. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Deswegen bin ich damit eigentlich zufrieden. Passt schon. Morgen muss natürlich wieder besser werden. Das heißt, der Pflichtteil ist für heute geschafft. Die Fahrstunden, die Theoriestunden. Jetzt halt lerne ich eben noch mal ein paar mehr Fragen, mache ein paar Simulationen und gehe dann auch noch mal in den Fahrsimulator. Da habe ich schon echt Lust drauf, da noch ein bisschen weiter zu cruisen. Denn morgen ist auch meine erste Schaltstunde. Und der Simulator ist ja mit Schalten, jedenfalls am Anfang. Deswegen werde ich noch ein bisschen üben und ihr könnt mir gerne gleich dabei zuschauen. So Leute, das hier ist der Simulator und ich zeige euch jetzt, wie der Spaß funktioniert. Ich habe mich schon mal angemeldet und dann gehe ich hier auf Stunde starten. Oh, ich muss den Warnblinker ausschalten. Okay. Okay, warum auch immer. Und dann hopse ich hier mal kurz rein. Und jetzt geht's schon los. Ja, hallo. In der Fahrstunde übst du das Abbiegen Schritt für Schritt. Okay. Stell bitte deinen Sitz ein. So, ein langer Tag geht zu Ende. Nee, noch nicht. Ich muss nämlich leider jetzt noch 20 Simulationen machen, nämlich diese Theorie-Simulationen. Bis morgen 15 Uhr. Das heißt, ich werde auf jeden Fall morgen noch zwischen meinen Fahrstunden ein paar machen können. Aber ich fange auf jeden Fall jetzt noch an, weil der Jan ist gerade noch am Simulator. Und dann, wenn er fertig ist, so in 1,5 Stunden, dann muss ich auch nochmal in den Simulator. Einfach um, bevor ich jetzt dann morgen meine ersten Schaltstunden habe, dass ich da so eine gewisse Routine reinbekomme. Das mache ich jetzt, dann gehe ich natürlich noch duschen, mache mich fertig. Das zeige ich euch jetzt aber nicht mehr, sondern ich beende jetzt hiermit diesen Vlog hier. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Gebt dem Video ein Like. Heute war ein cooler Tag. Seid auch morgen wieder dabei, da wird es richtig spannend.